Im Rahmen des Glauchauer Stadtfestes fand am 6. Juli eine groß angelegte Feuerwehrübung statt. 1712 also, vor rund 300 Jahren, zerstörte ein verheerender Stadtbrand große Teile von Glauchau. Anhand verschiedener historischer Zeiträume wurden die Löscharbeiten am Beispiel der Georgenkirche nachgestellt. Diese fiel damals komplett den Flammen zum Opfer. Der Brand brach aus in einem Haus, was außerhalb der Stadtmauern lag, so oben, wo heute die katholische Kirche steht ungefähr. Und der Funkenflug, der griff über die Stadtmauern über, auf die Häuser. Die Häuser waren oft mit Holzschindeln gedeckt. So ist ganz schnell die ganze Stadt in Brand geraten. Es waren damals wenig Menschen in der Kirche. Auf der einen Seite waren in umliegenden Städten und Dörfern waren Feiern. Und es gab hier in der Stadt eine große Beerdigung, wo viele mit dort waren. Und als die Trauergäste zurückgekommen sind aus der Stadt, haben sie den Rauch gesehen und konnten faktisch nichts mehr machen. Und durch den Funkenflug sind sogar unten auf dem Wehrdicht Häuser in Brand geraten und abgebrannt. Versuche zu löschen scheiterten 1712 kläglich an der nicht vorhandenen Technik. Mit einer Menschenkette und einem knappen Dutzend Ledereimern hatte man den Flammen kaum etwas entgegenzusetzen. Selbst der Einsatz des eilig herbeigerufenen Militärs konnte nicht verhindern, dass das Gotteshaus komplett niederbrannte. Lediglich die Kirchenbesucher konnten noch gerettet werden. Wäre das Feuer rund 200 Jahre später ausgebrochen, hätten die Löschversuche so ausgesehen. Mit Hilfe einer 1903 gebauten Handdruckspritze erreichte man damals knapp 10 Meter Höhe. Damit wäre die Kirche aber auch nicht zu retten gewesen. Wir haben mit dieser alten Handdruckspritze aus dem Baujahr 1903 versucht, hier den Brand zu löschen. Aber wie gesagt, es war begrenzt und aus dem Grunde musste dann nachgeordert werden. Diese Handdruckspritze ist bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb gewesen und war während des Zweiten Weltkrieges in einer Scheune bei einem Bauer in Reinholzheim verschanzt unter Stroh und Heu, damit sie von der Wehrmacht nicht weggeschafft werden konnte wegen Buntmetall. Heute sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Bei einem Großbrand dieser Art rücken gleich mehrere Löschzüge an. Mit Hilfe modernster Technik greift die Feuerwehr aktiv in das Brandgeschehen ein. Schwerpunkt war Brand in der Kirche, im Kirchturm, in der ehemaligen Wohnung des Turmers. Und dort wurde eine Kraftfahrdrehleiter in Stellung gebracht, um dort eine Person, die sich noch im Gebäude befunden hat, zu retten. Das Tanklöschfahrzeug fährt automatisch mit der Drehleiter mit, um eventuell eine Wasserversorgung aufzubauen, beziehungsweise dort sind Atemschutzgeräteträger in der Besatzung mit dabei. Jeweils noch dazu kommt noch ein Krummführer und ein Maschinist, um dort eine sichere Gewährleistung des Ablaufes sicherzustellen. Welche Möglichkeiten der modernen Brandbekämpfung es gibt, demonstrierten die Feuerwehren eindrucksvoll. Mit schwerem Atemschutz und einer bis auf 30 Meter Länge ausfahrbaren Leiter ging es dem Feuer zu Leibe. Als erstes steht jedoch die Menschenrettung im Mittelpunkt. Wie die Aktion aus Sicht eines Feuerwehrmannes aussieht, zeigen diese Aufnahmen eindrucksvoll. Nach der erfolgten Rettung wird mit der Brandbekämpfung begonnen. Wenn das Feuer dann gelöscht ist, kommt ein großer Lüfter zum Einsatz, der den Rauch aus dem Gebäude herausbläst. Um auf Ereignisse dieser Art angemessen zu reagieren, wird jeweils die entsprechende Ausrüstung angefordert. In unserem Fall wurde heute gebraucht die Kraftfahrdrehleiter und das Tanklöschfahrzeug, um einerseits den Brandschutz sicherzustellen und andererseits die Rettungsmaßnahme von der Person durchzuführen. Die groß angelegte Übung war nicht nur für die Feuerwehrleute etwas ganz Besonderes. Auch die zahlreich erschienenen Zuschauer hatten sichtlich Spaß an der Vorführung.